Herzlich willkommen zu Final Fantasy VII Ever Crisis. Leute, wir spielen hier Final Fantasy VII durch. In der Ever Crisis Version gibt es für Steam und für euer Handy. Kann ich euch nur empfehlen, holt's euch und ab geht's mit der ersten Episode. Runter mit dir, Söldner! Hier entlang, Söldner! Ich hab das hier gleich in einer Sekunde offen. Wedge, pass auf. Verstanden. Der Reaktor ist gleich da vorne. Es wird Zeit, dir deine Lorbeeren zu verdienen, Anfänger. Ich hätte niemals gedacht, dass wir einen Soldier an unserer Seite haben. Das ist schon komisch, wenn man dran drüber nachdenkt, wenn man bedenkt, dass Shinra Soldiers beschäftigen und jetzt ist er ihre Gegner. Aber er hat Shinra verlassen. Er war mal Soldier, nun ist er ein Mitglied von uns. Cloud war der Name, oder? Ich bin Vix. Und das hier ist... Eure Namen interessieren mich nicht. Sobald der Job hier rum ist, bin ich wieder weg. Okay, na dann lass uns mal ran. Sesam, öffne dich!
Unser Ziel ist der Reaktorkern. Ihr kennt alle den Plan. Richtig, Sir! Glaub bloß nicht, dass ich dir jetzt schon traue, Söldner. Da vorne ist eine Patrouille. Die hätten es uns nicht leicht machen können, oder? Da vorne! Jetzt kannst du mir mal zeigen, was du drauf hast. Du warst doch schon mal in dem Reaktor, oder? Klar, als ich noch für Shinra gearbeitet habe. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass du der Mitarbeiter des Monats warst. Leute in dieser Stadt verlassen sich auf das Mako, das durch diese Stadt fließt. Sie nutzen jeden Tag mehr und mehr davon. Aber sie wissen nicht wirklich, was sie tun. Weißt du es denn? Sie bluten den Planeten aus. Shinra würde den letzten Tropfen Mako vom Planeten nehmen, wenn sie könnten. Und diesen Schrotthaufen hier nennen sie Mako-Reaktor. Und das lässt es sie auch noch durchführen. Ich bin nicht hier für eine Lektion. Lass uns aufgerechen, Mann. Mako-Reaktor 1. Wartungszugang. Ich sichere unseren Ausgang. Den Code für diese Tür zu bekommen, war nicht leicht. Es hat uns einiges gekostet. Und einige gute Freunde ebenso. Es kostet uns einiges mehr, wenn wir weiter zulassen, dass der Reaktor den Planeten schröpft. Hey, du bist verflucht ruhig. Hast du keine Meinung zu dem ganzen Thema? Nicht wirklich. Warum soll's mich interessieren? Was? Der Planet stirbt, Mann. Und du erzählst mir, das interessiert dich nicht? Ich will einfach nur mit dem Job fertig werden. Ich muss nicht mehr involviert werden, als eh schon nötig.
Fertig! Gute Arbeit, Jesse. Wir sind fast da. Wenn wir diesen Ort in die Luft jagen, dann bleibt nicht mehr als ein Haufen Schrott übrig. Cloud, du platzierst die Bombe. Also war das nicht dein Job? Nein, ich schaue mir das Ganze hier an und gehe mir sicher, dass wir das kriegen, was wir bezahlen. Außerdem muss ich sicherstellen, dass du kein Shinra-Spion bist. Also, los geht's. Wie auch immer, Mann. Öffne deine Augen. Das ist kein normaler Reaktor. Ey, was geht denn jetzt ab? Hä? Steh da nicht nur so rum. Beeil dich, Mann. Ja, sorry. Ein Alarm. Verflucht, wir wurden verraten. Wo sind sie? Wo kommen sie her? Da oben. Sorry Leute, der wird nicht lang durchhalten. Bin ein bisschen overlevelt. Alright, der Timer ist gestellt. Das ist unser Zeichen hier raus. Zieh doch verschwinden. Raus hier. Ah, ich kann mein Bein nicht bewegen. Bist du in Ordnung, Jesse? Cloud, mein Bein steckt fest. Mein Held. Wir beeilen uns lieber, bevor der ganze Ort in die Luft fliegt.
Come on. Wo sind alle? Sie sind in Ordnung, oder? Ja, sie sind in Ordnung. Und wir sind zurück. Beeil dich, wir haben eine Minute noch, Mann. Lauf schneller. Hier rüber, Leute. Ah. Cloud und die Mitglieder von Avalanche sind den Ruinen von Reaktor 1 entkommen und fliehen in Richtung Sektor 8. Um die Security zu umgehen, teilen sie sich auf. Jeder nimmt seine eigene Route zum Treffpunkt. Ein Zug, der in Richtung Sektor 7 Slums geht, wo das Versteck wartet. Entschuldigung? Weißt du zufällig, was abgeht? Okay. Ah, es ist nichts. Nichts? Sieht nicht aus wie nichts. Wie dem auch sei, magst du ein paar Flumen kaufen? Sie kosten nur ein Gil. Nein, danke. Ah, nicht schon wieder. Ah, okay. Vielleicht das nächste Mal. Waren die echt? Hey, du da! Du bist dieser Soldier, den wir suchen, oder nicht? Security Officers, Mann. Hey, holt ihn euch! Flucht. Weiter kommst du nicht. Es gibt keinen Ausweg. Gib auf. Ich hab wohl keine andere Wahl. Ich muss mich beeilen.